Bams! Und der Generator ist aktiviert. Ich weiß noch nicht, ob die Blitze auch dorthin gehen. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Dawn of the New World. Ich denke mal, ich muss jetzt den Blitzableiter wieder deaktivieren. Weil noch keine Blitze in diesen Ableiter, der weiter unten sich befindet, hineingehen. Das heißt, ich muss wieder weitergehen. Ich brauche gar nicht einmal nochmal von vorne anfangen. Sonst müsste ich immer 10.000 Mal hier im Kreis laufen. Runter. Denn soweit ich weiß, wenn der untere Generator aktiviert ist, kann ich, also ist glaube ich der Herinnerer, also der jetzt gerade in dem Raum vorher war, der Generator auch eingeschalten. Und das ist ja das, was ich erreichen will. Blitze. Ja, wir sind im richtigen Raum. Und schon wieder Monsterkämpfe. Yeah. Einfach keine Lust. Ich weiß, es kostet ziemlich viele TP, aber es ist mir trotzdem scheißegal. Kommt davon, wenn mir der Drache dazwischen springt. Danke, Malta. Elastisches Leder. Okay. Schalten wir diesen Blitzerblatt ab. Und jetzt gehen die Blitze nur noch in den unteren. Wie ihr hier seht. Nochmal. Bitte. Okay, das heißt, wir können gleich wieder mal ganz hinaus. Keine Sorge, wir können noch immer unten ins Wasser hineingehen und das Ganze tauschen lassen jederzeit. Denn wie gesagt, das ist der Blitzableiter dort, der jetzt den Strom aufnimmt. Ah, Monster. Monster. Wow, Schleim. Ey, stresst mich nicht. Hey, cool, das war der letzte. Ja, anscheinend. Hühnerknochen, da war kein einziges Huhn dabei. Ja, Tiramisu, wieso fange ich dich nicht an? Oh. Oh. Schade. Ich hätte gern wieder ein Tiramisu im Team gehabt. Okay. Das Gerät wurde gestartet. Was kann es tun? Das Gerät ist noch an. Danke für die Information. Ah, Fledermaus. Metaflaus, Metaflaus. Scheiße. Okay, geschafft. Denn was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Ich brauche wieder den gelben Blitz. Jetzt kann ich nämlich das Rätsel am anderen Ende wieder machen. Und dort erhalte ich 3 Gegenstände. Ach komm, ey. Jetzt habe ich ehrlich keine Lust auf die Monster da noch. Einfach einen großen Bogen laufen. Und geschafft. Yeah. Und nochmal hier durchlaufen. Meine Güte. Jetzt nervt schon langsam. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist, da drunter zu fliegen. Ja genau, das war dieser Raum hier. This room. Und ihr seht unten, es ist schon, also der Bildschirm leuchtet schon. Blöcke zurücksetzen können wir jederzeit hier und die Energie mal abgeben. Also es beginnt von unten und geht immer über die einzelnen Röhren rüber. Das war jetzt einmal das erste und es fällt hier eine Schatzkiste runter. Nun, werden wir die nächsten Rätsel lösen. Und zwar, wir wollen, dass das
dass die Energie hier hineingeht. Das heißt, hier ist es schon einmal hier in diesem zweiten Rohr. Hier geht es über ins dritte Rohr. Wir wollen es im vierten Rohr haben. Hier geht es über ins vierte Rohr. Das heißt, wir brauchen die vom fünften hier oben nicht mehr. Ja, wir müssen extra beide zerstören, weil sonst geht es noch immer hinüber. Okay, das heißt, das war's. Wir gehen wieder zurück und aktivieren wieder die Maschine. Und so machen wir das, bis wir alle Schatztruhen unten haben. Ich denke, nicht alles sind Schatztruhen, aber trotzdem. Hier kommt die zweite Schatztruhe. Nun muss ich das dritte machen. Also ich lasse das alles on-screen, nicht off-screen. Sonst fragen mich Leute, hey, wie hast du das gemacht? Obwohl es eigentlich eh logisch ist. Hier seht ihr, es geht hier über das hier aufs dritte Rohr. Diesmal brauchen wir das dritte Rohr. Das heißt, das hier und das hier oben gehört weg. Wieso das hier oben? Weil es dann von hier oben wieder hinüber geht. Ganz einfach. Okay, hätten wir das. Wir können wieder hinuntergehen. Also, wenn man es richtig macht, braucht man kein einziges Mal die Blöcke resetten. Dann funktioniert das alles in einem. Denke ich mal. Energie durchlassen. Ab ins dritte Rohr. Ja, und das war das mit dem komischen Mechanismus, der uns hier runterlässt zu der Truhe. Gut, weiter. Das ist mit Abstand einer der längsten Tempel, die man hier abschließen muss. Also jetzt muss es nur noch ins zweite Rohr, das heißt es geht hier hinauf, hier ins zweite, hier wieder zurück. Wow. Sorry, bei mir ist gerade ein Fenster erschienen und Frames wieder mal gedroppt. Okay, das sollte hier richtig sein. Ist oben noch irgendwo eins? Nein, hier oben ist nichts mehr. Wenn hier oben noch etwas wäre, dann hätte ich es gelassen und wäre es zickzack gegangen. Ins zweite Rohr. Also, ins zweite und das hier wieder weg. Ich könnte auch das untere wegmachen, aber dann würde ich mir den Weg beim zweiten Mal noch länger machen wieder. Okay, also, zweites Rohr diesmal. Monster! Weak. Und ich glaube, das erste Rohr ist auch nochmal Monster, aber es ist trotzdem egal. Ich weiß nicht, ob irgendeine Belohnung kommt, wenn ich alles unten habe. Aus dem Grund mache ich alle. Yeah. Oh, Neil, I was so scared. You're more scary. Haha. Ah, witzig. Okay. Nichts von alledem, denn das letzte können wir von hier aus aktivieren. Komm, du schaffst es, Controller. Und zwar diese zwei hier. Dann fließt nämlich der Strom nur noch das erste Rohr durch. Und somit sollte... Ah, doch kein Monster. Die letzte Truhe kommen. Brot des Basilikums, sehr schön. Könnte ich sehr gut gebrauchen. Was erhalten wir hier? Virusband kann ich so gut wie gar nicht brauchen. Dann hat das nächste das freigesprengt und das letzte ist hier drüben. Und da habe ich eigentlich erwartet, dass jetzt der Stein der Weisen rauskommt. Aber ich denke nicht, dass es ein Stein der Weisen ist. Nein, es ist auch wieder rotes Basilikum. Kann ich trotzdem sehr gut gebrauchen. Art der Verteidigung, ja gerne. Nimmt Emil gerne. Okay, das heißt, wir gehen rüber und können endlich weitermachen hier. Yeah! Hell yeah! Denn jetzt können wir hier hinunter, noch weiter hinunter und nach... Okay, jetzt nervt gerade ein Programm bei mir. Haben wir hier noch etwas? Nein. Gehen wir hier hin, ja. Roter Blitz. Und das ist der letzte Blitz, den wir brauchen. Ich denke, ich komme noch bis zum letzten Raum wieder hin, wo wir vorhin waren.
Hoffe ich mal. Denn dann werde ich dort wieder pausieren und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Komm, lass mich runterschmeißen, bevor der Blitz einschlägt. Danke. Gut, das heißt, wir sind wieder mal im zentralen Raum und können diesmal komplett weitermachen. Das heißt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.